MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Vor kurzem haben wir für unser Magazin Innehalten mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gesprochen und wollten von ihm Antworten zu Themen, die nicht nur dem obersten bayerischen Innenpolitiker auf der Seele brennen. Asyl und Zuwanderung, Antisemitismus und Populismus. Und wir haben das Thema innere Sicherheit angeschnitten. Hier wirbt Herrmann ja mit dem Slogan »Mehr Sicherheit durch mehr Polizei«. Aber ist das eigentlich nicht so einfach, Herr Innenminister? Damit sind ja noch keine Probleme gelöst. Sicherheit ist mehr als nur Präsenz von Polizei. Aber ich bin froh, dass der Bayerische Landtag über die letzten 15 Jahre insgesamt 8000 zusätzliche Stellen für die Bayerische Polizei bewilligt hat und dass sich das jetzt auch in der laufenden Legislaturperiode fortsetzt. Wir haben ohnehin auch wachsende Bevölkerungszahlen in Bayern. Wir sind jetzt bei über 13 Millionen Einwohnern. Je höher die Aufklärungsquote ist, von der ich schon gesprochen habe, desto größer ist natürlich auch die Abschreckung, weil das in der kriminellen Szene, da wird sowas schon beobachtet, wie groß ist das Risiko, dass man zum Beispiel bei einem Wohnungseinbruch erwischt wird. Die sichtbare Polizeipräsenz ist da wichtig und insofern haben wir da auch sehr positive Rückmeldungen. Problempunkt Nummer 2, die Asylpolitik. Abgelehnte Asylbewerber gehen nicht freiwillig oder sie können nicht abgeschoben werden. Zum Beispiel wegen fehlender Dokumente und Identitäten. In Flüchtlingsunterkünften bleiben sie oft monatelang ohne Möglichkeiten zu arbeiten oder eine Ausbildung zu bekommen. Wir haben in der Tat auch manche Herkunftsländer, die nicht kooperativ sind und sich zum Teil weigern, ihre eigenen Bürger wieder zurückzunehmen. Aber insgesamt steigern wir gerade in den letzten Monaten jetzt die Rückführung wieder deutlich. Auf der anderen Seite ist klar, dort, wo jemand tatsächlich, obwohl er nicht anerkannt ist, de facto nicht in seine Heimat zurückkehren kann, da muss die Möglichkeit entwickelt werden, dass so jemand schon von eigener Hände Arbeit lebt, als dass er ausschließlich dem Steuerzahler zur Last fällt. Natürlich seien manche Fälle kompliziert und eine Entscheidung nicht einfach, gesteht der Innenminister zu. Sorge bereite ihm da auch, dass Populismus und Fremdenfeindlichkeit zugenommen haben. Herrmann sieht da den Staat in der Pflicht, auch beim stark angestiegenen Antisemitismus. Wir haben rechtsradikalen Antisemitismus in unserem Land, aber wir haben eben sehr wohl auch islamistischen Antisemitismus in unserem Land. Und wir müssen uns damit schon auch kritisch auseinandersetzen und wir müssen deutlich machen, dass wir solchen Antisemitismus in Deutschland nicht dulden. Und dieselbe Akzeptanz, die eben zum Beispiel Muslime aus dem Nahen Osten bei uns erwarten, diese gleiche Akzeptanz müssen sie umgekehrt auch jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern hier in Deutschland geben. Man kann diesen Anspruch auf gelebte Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit etc. nicht nur für sich selbst haben, sondern man muss bereit sein, das Ganze natürlich dann auch anderen Mitbürgern zu gewähren. Minister Herrmann sieht den Grund für die Intoleranz, aber auch in der Unsicherheit und Unwissenheit der Menschen. Deshalb will der Innenminister den religiösen Dialog weiter stärken. Wenn Sie das ganze Interview lesen wollen und mehr dazu wissen möchten, in der aktuellen Ausgabe unseres Innehalten-Magazins gibt es das ganze Gespräch mit Innenminister Joachim Herrmann. Haben Sie heute schon Care-Arbeit geleistet? Also beispielsweise Kinder versorgt, jemanden aus dem Bett geholfen und gepflegt oder einfach nur mal angerufen und nachgefragt, wie es denn geht. Wer das täglich tut, hat oft kaum Zeit, darüber nachzudenken, wie das eigentlich zu schaffen ist und ob es nicht bessere oder mehr Unterstützung geben könnte. Meine Kollegin Gabi Hafner fragt in der aktuellen Folge unseres Einfach-Leben-Podcasts, wie es denn eigentlich Menschen geht, die einen Angehörigen pflegen. Gabi, wenn bei uns über Pflege diskutiert wird, dann geht's eher selten um die Angehörigen, die diese Aufgabe oft übernehmen. Ist zumindest mein Eindruck. Ja, Pflegenotstand, da wird vor allem der Personalmangel in der Heimpflege und die Finanzierung von professioneller Pflege ins Licht gerückt. Aber 3 von 4 Pflegebedürftigen werden in Deutschland von ihren Angehörigen gepflegt. Das sind rund 5 Millionen Menschen, die das leisten. Und das wahrscheinlich ehrenamtlich und oft neben Familie und Beruf, oder?
Genau, ungefähr 40 Milliarden Euro im Jahr sind die Leistungen der zu Hause Pflegenden wert. Das ist ein ganz schön großer Brocken für die Volkswirtschaft. Wird das eigentlich gewürdigt und unterstützt? Pflegende Angehörige werden gern als das Rückgrat der Pflege bezeichnet, aber ihre starke Belastung ist eigentlich kaum Thema. Deswegen habe ich eine Frau zu Einfach Leben eingeladen, die sich dafür einsetzt, dass sich die Rahmenbedingungen ändern. Brigitte Bürlen hat lange ihre Mutter gepflegt und sie weiß, wo man ansetzen könnte. Also bei mir war es einfach so, ich hatte 3 Kinder. Mein Mann ist Arzt, wir waren selbstständig und hatten eine Praxis. Ich habe immer in der Praxis mitgeholfen. Und zu Hause meine demenzkranke Mutter. Ja, das war herausfordernd. Hat sie denn in der Situation irgendwo Unterstützung gefunden? Sie ist schnell auf eine Selbsthilfegruppe bei der Alzheimer-Gesellschaft gestoßen. Genau richtig für sie. Ich muss sagen, also vom ersten Mal hat mir dieser Austausch am meisten geholfen. Und ich habe dann auch selber die Gruppe übernommen und habe es dann noch 15 Jahre auch weiterhin Angehörigengruppen geleitet, weil es mir selber so viel gebracht hat. Erfahrungen sind eine Kompetenz. Es gibt nicht nur rational erworbenes Wissen. Und wofür setzt sie sich jetzt aufgrund ihrer Erfahrungen vor allem ein? In erster Linie geht es ja darum, die Pflege durch Angehörige erstmal zu thematisieren und nicht nur zu denken, naja, Gott sei Dank machen das so viele. Die Pflege wird eigentlich durch uns alle geleistet und ergänzt, wesentliche Ergänzung, durch die professionelle Pflege. Aber die ist natürlich zeitgetaktet und der Tag hat 24 Stunden. Lassen Sie es 2 Stunden am Tag sein, professionelle Pflege, das ist schon viel, dann bleiben immer noch 22 Stunden übrig. Und das wird aber überhaupt nicht thematisiert. Kann denn eigentlich die Pflege durch Angehörige für die Zukunft überhaupt noch ein Modell sein? Ein wichtiger Punkt für Brigitte Bürlen. Die Situation muss so abgefedert werden, dass Angehörige sich da überhaupt weiter beteiligen können oder eben auch gute Freunde. Denn Söhne und Töchter müssen meist beide zum Lebensunterhalt beitragen und sie leben ja auch nicht mehr so häufig in der Nähe der Eltern. Ja, und es kann ja jeden treffen, pflegebedürftig zu werden. Ja, genau. Wir denken viel zu sehr, dass Pflege nur mit alten Menschen zu tun hat. Etwas, worüber man später mal nachdenken kann. Jeder von uns in jedem Alter, zu jeder Zeit, in jedem Moment kann mit dabei sein. Und zwar sowohl als Mensch mit Pflegebedarf als auch als Pflegender. 3 von 4 Pflegebedürftigen werden heute von Angehörigen gepflegt. Sonst wäre der Pflegenotstand schon längst eine Pflegekatastrophe. Was passieren muss, damit Menschen auch in Zukunft Pflege für Angehörige stemmen können, was die Expertin von Pflegeurlaub hält und noch viel, viel mehr. Das hören Sie heute Abend bei Einfach Leben, gleich um 7:15 hier bei uns im MKR und natürlich jederzeit als Podcast. Kann ich nur empfehlen, unbedingt reinhören. Ja, Sommerferien und Urlaub, da macht jeder einfach das, was er oder sie gern tun. Wir haben uns mal bei jungen Menschen hier bei uns im Erzbistum umgehört, was denn so eigentlich ihr Sommerhighlight 2024 ist. Der Singapur-Flughafen, weil das ist der größte auf der ganzen Welt und hat einen ganzen Wald und so drinnen und da fliege ich hin. Wir fliegen 3 Wochen lang weg. Und dann kommen noch meine Oma und Opa in die Ferien. Freunde kommen auch noch. Dass ich halt wegfliege in die Türkei. Und mein bester Freund, wir kennen uns seit dem Kindergarten. Und der fliegt auch in die Türkei. Und das Coole ist halt, dass wir nur eine halbe Stunde fahren müssen, um von der Oma ins Haus zu kommen. Weil wir wohnen beide bei unserer Oma. Und ich glaube, wir werden auch viele mehr planschen und einfach genießen den Urlaub. Also mein Ferienhighlight dieses Jahr ist unser Familienurlaub, wo wir nach Schweden fliegen und auch nach Finnland. Also ich freue mich, obwohl das Wasser wahrscheinlich nicht so warm wird, auf den Strand. Das wird bestimmt cool. Bei mir ist das Highlight tatsächlich, dass ich zu meiner Oma gehe, weil die macht ziemlich viel mit mir, fährt mit mir Fahrrad, geht mit mir ganz viel raus. Und da kann ich auch ziemlich viel mit dir machen und es ist schon ziemlich schön, das zu erleben. Am Ende der Ferien fahre ich mit meinen Freunden Fahrrad nach Österreich und da freue ich mich auch schon drauf, weil das mein erster Urlaub ist, den ich selber organisiert habe. Na, das sind doch schon mal schöne Pläne, oder? Mit dem Fahrrad nach Österreich. Coole Idee. Und wie schaut es bei Ihnen aus? Wie verbringen Sie Ihre Ferien oder Ihren Urlaub? Schreiben Sie uns doch einfach. Einfach an mkr@michaelsbund.de. Ich bin schon ganz gespannt, was Sie so alles vorhaben oder wie auch Ihr Sommerhighlight aussieht. Bei diesen sommerlichen Temperaturen ein Urlaub in der Toskana. Das wäre doch eigentlich die Krönung, oder?
Oder Sie schnappen sich den Buchtipp von unserer Literaturexpertin Susanne Steufmehl. Der nimmt Sie zumindest gedanklich nach Italien mit. Genauer gesagt nach Florenz. Münchner Kirchenradio. Literatur. Es gibt sie, diese Bücher. In die möchte man nicht nur lesend versinken, sondern man möchte hineinspringen und mitspielen. Aus einem solchen bin ich gerade wieder aufgetaucht. Das Fenster zur Welt heißt dieser Roman und geschrieben hat ihn die Engländerin Sarah Winman. Die Handlung. Der junge englische Soldat Ulysses Temper ist bei Kriegsende in der Toskana stationiert, als er in einer recht gefährlichen Situation Evelyn Skinner kennenlernt. Seine Einheit ist für die Rettung und Rückführung der von Deutschen beschlagnahmten Kunstwerken in Italien zuständig. Die erfahrene Kunsthistorikerin ist mit ihrer Expertise in einer ähnlichen Mission unterwegs. Trotz des Altersunterschiedes von 40 Jahren erkennen die beiden rasch ihre Seelenverwandtschaft und führen in einem zerstörten Weinkeller Gespräche, deren Inhalt Ulysses' Leben entscheidend prägen und verändern werden. Es wird Jahrzehnte dauern, bis sie einander wiedersehen, und diese Wiedervereinigung ist etwas, dem man beim Lesen entgegenfiebert. Zurück im Londoner East End muss Ulysses nicht nur feststellen, dass seine Ehe mit der kapriziösen Sängerin Peggy am Ende ist, sondern auch, dass sie eine kleine Tochter hat, deren Vater er unmöglich sein kann. Dennoch wird ihn mit seiner Ex-Frau ein lebenslanges Band verbinden und für die kleine Alice wird er der beste Vater sein, den man sich vorstellen kann. So ist es nicht verwunderlich, dass er die Kleine mitnimmt, als er durch eine unverhoffte Erbschaft die Gelegenheit bekommt, nach Florenz überzusiedeln und sich dort ein neues Leben aufbaut. Nach dem Vorbild der Pensione Bertolini aus E.M. Forsters berühmten Roman Zimmer mit Aussicht eröffnet er in dem großen geerbten Haus eine Pension für überwiegend britische Reisende, was schnell zum Erfolgsmodell wird. Unterstützt wird er dabei von seinem alten Freund Cresswell, einem lebensklugen, pfiffigen Mann mit einem Händchen für erfolgreiche Wetten und mit einem Wesen gesegnet, das die Menschen unweigerlich anzieht. Die kleine Alice wächst zwar fern von ihrer Mutter auf, findet sich aber in einem liebevollen Umfeld wieder, in dem sich ihre Persönlichkeit frei entfalten kann. Schnell ist Ulysses kein Fremder mehr auf der Piazza, findet Freunde in den Menschen des Viertels und lockt auch immer wieder die alten Weggefährten aus England zu besuchen nach Florenz. So vergehen die Jahre. Weltpolitische und lokale Ereignisse bestimmen die Geschicke der kleinen Einwanderertruppe. Ihr Freundeskreis wird größer, Bindungen werden enger und gegenseitige Unterstützung ist die Grundlage ihres Zusammenlebens. Als sie schließlich nach einem Vierteljahrhundert Evelyn und Ulysses wiederfinden, schließt sich nicht nur ein Kreis, es ist auch der Beginn zahlreicher neuer Entwicklungen in der Dynamik der Gruppe. Der Sound. Das Fenster zur Welt bietet ein perfektes Setting für einen Roman, dessen Atmosphäre wie ein Sog wirkt. Kunst, Poesie und Musik werden hier so einfühlsam in die Story verwoben, dass sie einen völlig natürlichen Hintergrund bilden und niemals intellektuell aufgefropft wirken. Das ist Erzählkunst vom Feinsten. Für wen? Selten fiel mir eine Empfehlung so leicht wie bei diesem Roman, denn mir fällt keine Einschränkung ein. Das Fenster zur Welt ist ein Buch für alt und jung, Mann und Frau, für die Sommerferien, lange Winterabende und alles dazwischen. Historisch Interessierte kommen genauso auf ihre Kosten wie Kunstliebhaber und LeserInnen von Liebesgeschichten. Jede erdenkliche Liebe findet in diesem Roman ihren Platz und die Diversität ist hier so natürlich und selbstverständlich, dass man sie eigentlich gar nicht erwähnen müsste. Fakten zum Buch. Im Original heißt der Roman Still Life, also Stillleben. Der deutsche Titel geht auf die Anfangspassage der Story zurück, in der Evelyn einer Freundin erklärt, dass man durch die Augen einer anderen Person durch das Fenster ihrer Welt blickt. Das kann man durchaus als Motto dieses Romans verstehen, denn es kommen Menschen aus unterschiedlichen sozialen und Bildungsschichten zusammen, die einander respektieren und wertschätzen. Ein wesentlicher Grund, warum die Lektüre dieses Buches so gut tut. Das Fenster zur Welt umfasst 524 Seiten und ist im Verlag Klett-Cotta erschienen. Zum Preis von 26 € können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast. MKR, mehr Tiefgang für den Süden.